Recht herzlich willkommen zur 177. Folge von City Skylines. Ja, letztes Mal haben wir schon größte Teile der Stadt hier bearbeitet in Sachen kaputte oder leerstehende Häuser. Und wir waren bis zur Flusshälfte gekommen, müssen jetzt noch die andere Seite machen. Und sind dann da den Bodenrichtwert zu steigern sozusagen unterwegs. Das ist das Entscheidende daran. Und die Leute sind dann halt zufriedener. Deswegen machen wir das. Müssen nur halt gucken, dass der Strom überall noch bleibt, dass wir da nichts abschneiden. In den meisten Fällen ist das okay. Nur an so Randgebieten, da müssen wir aufpassen, dass wir dann nicht das Falsche machen. Weil wenn wir da ein paar Häuser wegnehmen, dann haben wir das Problem, dass da Verbindungen gekappt werden. Das hatten wir ja schon zu Genüge. So. Haben wir hier hinten schon? Hier sind so wenig kaputt. Okay. Hier ist zum Beispiel so ein Fall. Da müssen wir mal gucken, dass wir das nicht alles abreißen. Sonst ist die Stromversorgung nachher unterbrochen. Hier nimmt das Bahnhofsgebäude die andere Seite auf jeden Fall sicher rüber. Hier ist es dieses Gebäude und hier müssen wir aufpassen. Der kann noch weg, aber das weg, dann würde die Verbindung vielleicht gekappt werden. Deswegen lassen wir das besser sein. So, da haben wir, hier haben wir noch nicht. Dann gehen wir hier weiter vor. So. Okay, hier hinten sind noch ein paar Häuser. Da müssen wir gucken. Weiß ich gar nicht mehr, von welcher Seite wir eben angefangen sind. Naja, irgendwann werden wir auch das haben, dass das passt. Spielt ja auch gar keine Rolle, hauptsache sind alle weg, damit die Leute wieder Lust haben, hier ihre Häuser zu bauen und dazu zu wohnen, wo Bodenrichtwerte passend sind. Und dann klappt das auch schon. Wie sieht es denn mit unseren Zahlen überhaupt aus? 58, wir hatten 56, da sind wir schon wieder am Steigen. 460 kommen. Ja, die Wohnungen, die Gebäude wachsen da, wie man sieht. Wahrscheinlich bräuchte ich es auch gar nicht jetzt so viele machen. Wenn da zwischendurch mal eins ist, ist das auch halb so wild. Das wird ja auch dann automatisch erneuert. Das passiert ja auch. Nur wenn es halt so viele sind, dann ist es auch nicht so schön für die Nachbarn. Ich glaube, obwohl da ist die Stromleitung direkt drüber, dann brauchen wir uns da keinen Kopf drüber machen. Dann funktioniert das auch so. Da stehen genug Häuser. Nicht, dass aber die Verbindung weggeht, aber ja hier rüber ist ja kein Ding. Läuft. So, da nochmal rüber schwenken. Das sieht jetzt gut aus. Hier waren wir auch.
Das ist auch okay, dann geht's hier weiter. Müssen wir mal schön aufpassen, dass wir keine Straße erwischen. So wie schon an gewissen Stellen mit der Straßenbahn das Problem dann aufgetaucht ist, ne? Der schnelle Klick, der bringt's nicht immer, ne? Das Gebäude wird gebaut. So. Das sieht schon ganz nett aus hier. Da sind noch ein paar, die da wahrscheinlich demnächst auch noch umschwingen. Noch ein Haus abgebrannt. Da steht noch eins. Ja, so ein paar kommen halt immer noch nach, ne? Das war jetzt eine Straße, oder? Ne, ich glaube nicht. Das sah nur kurzfristig so aus. So, da sind wir noch unterwegs. Hier sind noch drei. Hier ist die Verbindung dann gleich kaputt, da müssen wir aufpassen. Obwohl, der Friedhof gibt uns den Strom weiter, da brauchen wir auch keine Gedanken drum machen. Oder die Mülldeponie, weiß ich, was es gerade ist. Ich glaube, es ist kein Friedhof, es ist eine Mülldeponie. Da hat es ein richtiges Haus erwischt. Und uns passt, da ist ein Park. Da ist noch ein Häuschen. Also wie da. So, hier sind noch zwei, drei. Hier waren wir schon, da sind schon Nachzügler. Ah, das wollten wir nicht, hatten wir gesagt. Hier sind noch ein paar mehr. Hier in der City. Die Eckhäuser. Das ist hier kein Problem, da Stromleitungen sind. Die Smileys kommen hoch, man sieht's, ne? Die sind alle glücklich darüber, dass die alten Gebäude wegkommen. Hier wird gerade neues hoch schon gezogen. Wohnraum neuer geschaffen. Ja, läuft, ne? Sind keine mehr da. Und da ist noch einer. Hier rechts war noch eine Feuerstelle. Da ist noch ein Friedhof oder sowas. So, bis zum Fluss hatten wir letztes Mal schon gemacht. Aber da sind schon noch ein paar wach. Leerstehend geworden. Danach noch. Na komm, das machen wir gerade noch. Haben wir das noch ordentlich. Da ist irgendwo noch eins versteckt, aber ich weiß nicht wo. Gut, passt. Okay. Läuft. Das muss bleiben, haben wir gesagt. Hier sind irgendwo welche, die aber weg können. Hier oben müssen wir auch lassen. Wegen der Verbindung, die dann kommen wird. Na, das ist es. Das ist okay soweit. Das haben wir. Hier oben waren wir überall.
Da oben sind ein paar Diebe. Jetzt sind wir an der Flussseite und dann ist es hier noch dieses Stück. Ja, das ist auch noch reichlich. Die größere Häuser weg. Aber die kommen auch alle wieder, gar kein Problem, ne? Da war gerade ein roter Smiley, das heißt, ich habe wahrscheinlich auch wieder ein richtiges Haus noch doppelt erwischt. Das passiert halt. Das haben wir. Hier geht's noch weiter. Das passt. Da sind wir auch. Hier ist noch drei Häuser. Da ist noch eins. Dann geht das hier noch. Ja, da wächst es sowieso nicht rüber. Und dann sind wir hier noch. Da ist das auch egal. Sind noch genug Häuser zwischen. Und hier ist ja auch Stromversorgung von hinten noch. Läuft. Das ist okay so. Da waren wir schon. Hier sind noch genug Häuser zwischen. Ja, das ist schon wieder kriminell da. Das lassen wir mal besser. Weil sonst ist hier nachher kein Strom dran, ne? Das müssen wir lassen. Sonst ist dieses Stückchen da weg, ne? Und dann weißt du nicht, wann es wiederkommt. Und dann hast du das Problem, dass die Versorgung einbricht. Da ist der Friedhof, also kein Problem. Passt. Feuer. Das passt. Das ist sauber. Da oben ist noch eins. Hier in der Top-Lage. Ein freistehendes Haus da oben. Okay. So, von hier haben wir angefangen. Das mussten wir stehen lassen. Das auch. Dann geht's hier weiter. Dass wir diese Häuser alle abreißen. Das ist aber schwer zu kriegen, das Häuslein. Wie haben wir denn? Oh, 61. Das heißt schon wieder 3000 in der Zeit, wo wir hier am Abreißen sind. Das ist schon mal gut. Oh, wir haben nur 17 Millionen. Wir sind schon weit unter die 20 gekommen. Das ist auch cool. Ich glaube, das kriegen wir noch wieder in den Griff, dass wir da nachher... Was war das jetzt? Das Richtige? Ja, ne? Dass wir dann nachher wieder finanziell irgendwie noch was bewegen können. Ne? So. Das sieht gut aus. Das ist auch erledigt. Da steht noch eins leer. Die schwarzen Schlote. Kann man hier sehr schön auf dem Bild sehen. Von der Industrie. Aber das ist halt so. Wie machen wir denn hier so? 23.000, okay. So. Achso, das waren die beiden, die wir nicht abreißen dürfen. Ja, hier sind noch welche. Das kann weg. Hier spielt es auch keine Rolle zwischendrin. Die versorgen sich gut über mehrere
Flächen. Okay. Das ist dann noch weg. Da hinten ist auch noch eins. Super, oder? Jetzt sieht das wieder schick aus. Da wird noch das ein oder andere Haus irgendwo sein, das ist klar. Das bleibt nicht aus. Das wird auch noch weiter passieren wieder. Wir müssen nur gucken, dass wir halt alles in Beobachtung haben. Dass das nicht wieder so ist wie gerade. Der MAZ hatte da ja wenigstens aufgepasst und hat gesagt, dass meine Stadt stirbt. Danke dafür. Und ja, hier ist Kriminalität ein bisschen drin, aber ja, da wird gerade gebaut. Polizeistation ist halt ein Kostenfaktor, ne? Auch. Wie kriegen wir das da jetzt weg? Das ist es, gut. Ja. Sieht gut aus, oder? Irgendwo ist immer noch ein Haus. Aber im Großen und Ganzen. Das geht auch weg, das bleibt. Gut, dann sind wir hier hinten jetzt unterwegs und schauen dann mal in... Achso, wir wollten noch zusätzlich in die Dingens reingucken. Wie heißt es? In die Straßenbahn, ne? Was unser Nahverkehr da macht, ne? Also wie wir sehen, haben wir hier zwei Buslinien. Hier fahren die großen Linien, hier ist auch eine Buslinie drin, ne? Hier fährt keiner. Doch da. Hier fährt hintenrum keiner. Okay, aber ich glaube, das war auch schlecht dahin zu legen. Irgendwie sieht das gerade nicht so toll aus. Kann man das besser aus ansehen? In aller Sichtbar, ne? Ja. Oder kriege ich das irgendwie nochmal? Ne, das war schon hier mit, ne? Und das war das. Oder... Ja, ist so. Gut, da haben wir. Und dann müssen wir hier mal gucken. Da fährt die Straßenbahn so lang schon. War das eine Straßenbahn hier? Lila war eine Straßenbahn, ja. Gut, dann müsste der Bus die noch dahin bringen, oder? Hier auf jeden Fall vielleicht. Da haben wir auch ein Depot, ein Busdepot. Bushaltestelle. Ich denke mal hier so. Die Straße geht durch, ne? Ja. Dann da lang. Da können die wechseln. Da lang. Und vielleicht hier lang. Mach da. Und schließen. Dann ist der Querverkehr gegeben und kriegen wir das hier auch so ein bisschen hin. Hier sind alle Sackgassen, oder? Ich glaube, das ist eine Sackgasse, das auch. Hier ist keine... Doch, hier ist auch eine Sackgasse. Nee, da geht's rum. Das bedeutet, machen wir da eine hin. Wo fährt denn der jetzt lang? Ach. Ah, ist das da noch? Nee, ist doch keine Sackgasse, ne? So. So. Und da lang. Ja, hier fährt schon der Zug, die Eisenbahn lang, ne? Ist doppelt gemoppelt in Anführungsstrichen dann. Hier sind keine anderen. Dann mach den wieder weg. Der bringt da nix. Dann mach den da hin. Und fahr da rein
Und dann dahin und dann schließen wir dann da wieder. Gott. Hier hinten wäre vielleicht noch sinnig lang zu fahren, ne? Ja, jetzt macht er da nichts mehr, ne? Aber warte mal, das ist... Ne, da machen wir da nichts. Mach die wieder weg, das bringt da nichts. So, dann haben wir da noch ein bisschen Querverkehr gemacht. Und ja, ich denke mal, hier müssen wir auch noch was machen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge mit den Bushaltestellen weiter. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.